je suis venue en Suisse, j'avais déjà mes imprimantes en Croatie. Donc, je faisais à partir de la procédure qui s'appelle procédure Dublin. Je n'étais pas capable de m'intégrer ou d'avoir les cours de français parce que j'étais déjà une adulte. Donc, j'ai commencé à apprendre la langue de français, ça fait un an. C'est la première étape pour s'intégrer dans un pays ou dans une nation, c'est la langue. Ouais. Et c'est très important. Viele wollen intensiv die Sprache lernen. Wenn es in den Städten kann man einen kostenlosen Deutschkurs oder Sprachkurs auch finden. Aber beim Dorf, das ist nicht die Möglichkeit. Herausforderung sind Sprachkenntnisse. Wir brauchen als eine Flüchtlinge Person brauchen mehr Hilfe für intensive Deutschprogramm. Deutsch zu lernen, eine Ausbildung zu absolvieren oder ein Studium aufzunehmen, das ist der Schlüssel, um sich zu integrieren. Das ist mein Ziel, ist es, auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist sehr wichtig in der Schweiz. Ich spreche l'anglais. Il y a deux langues officielles dans mon pays qui s'appellent Farsi et Pashto. Donc ça fait déjà trois. Je parle la langue Hindi, donc quatre, l'arabe cinq et le français six. Ma Muttersprache ist Arabisch. Außerdem spreche ich Englisch. Türkisch, Aserbaidschanisch und Englisch. Drei Dialekte, Dari, Hazaragi und Iranien-Persisch. Und auch spreche ich Pashto und Englisch. Deutsch? Deutsch, ja.